Ja. Damit sind ich über die Strippe fließt mit 88 Jahren und ich war ich in Gehaltsbruch geholt und dann meine Oma, meine Bayern-Oma da aus, dann darüber stolpert und das ist dann ihr Tod, wie es bei ihr war. Nur weil sie Staub gesaugt hat, kann ja passieren. So, und dann um es kurz zu machen, aber das ist scheiße, das reicht nicht für ihr. Da müssen wir auch den Akku aufladen, verstehst du? Habe ich nicht drauf geachtet, als ich das gekauft habe. Jetzt tauschen wir, um es sozusagen, jetzt gebe ich jeden wieder zurück, der ist ja auch gut, verstehst du? Dann muss es eben ein bisschen umsichtig sein mit dem. Ja, und ich nehme den dann. Scheiße. Ja. Mir reicht er. Das war die Stolpergefahr wieder da, die eigentlich nicht da sein sollte. Na, oder was noch besser wäre, das heißt ein Bodenstaubsauger. Wa? Da kannst du doch nicht drüber stolpern. Über die Strippe. Nee, da noch eher. Da fliegst du über die Küste. Da noch eher, wa? Na, das ist noch erklärt, ja. Na, eigentlich kann sie ja auch nicht über. Ja, hast du recht, ja. Nee, das ist auch scheiße. Eigentlich kann sie doch ja nicht drüber stolpern, wa? Und das hat ja auch Quatsch, weil ich dachte. Lass ich eben vom Vorwerk holen, da rennt sie hinterher. Dann kann sich ja auch so einen Roboter kaufen, gibt's ja auch. Aber die laufen ja auch mit einer Akku, Schatzi. Der taucht alles auf? Ja, dann gibt's ja Staubsaugerroboter. Der macht von der Leder? Ja. Ja, das ist so ein runder Teil. Gibt so welche, die singen ja ein Lied dabei. Halten dir ein Lied vor oder was? Ich bin ja lustig, Staubsauger. Also jedes Jahr eine neue Ausflugfahrer? Ja. Am besten noch vom Vorwerk? Richtig. Auch nicht. Also, kann man manchmal eh nicht machen, wa? Ich hab sie wieder rum. Können wir? Ja, wir können.